Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Wenn man immer versucht, das Beste rauszuholen, das Beste draus zu machen, Ideen hat, Ideen, die toll sind, Ideen, die schön sind, und dann wird das alles nichts, dann geht alles schief, weil irgendwo das Ganze Mist ist. Ich sag's mal ganz deutlich, wie es ist. Und da kommen wir heute zu diesem Thema und da möchte ich euch ein bisschen was zu erzählen. Es gibt natürlich Lösungen von mir, die möchte ich euch wieder präsentieren. Und damit recht herzlich willkommen bei Train Dreams. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da, so auch heute. Jetzt im September wieder regelmäßig. Es hat in den letzten Tagen mal nichts geklappt, aber da kamen ein paar Urlaubstage dazwischen und das gehört halt auch dazu. Wir sehen es im Hintergrund schon. Ich habe mich mit dem Fallagrar-System beschäftigt. Ich habe mich auf engstem Raum darauf eingelassen, ein Car-System einzubauen. Wir sehen es hier im Hintergrund. Wir haben gesehen, oder wir sehen es, ich habe Platz von insgesamt 10 bis 11 Zentimeter maximal. Wir sehen es da hinten, wo die beiden LKWs steht. Da möchte ich gerne eine Wendeschleife hinkriegen. Eine Wendeschleife, wo dann eben der Radius Maximum irgendwo 8 cm beträgt, wo das Fahrzeug sauber durchfahren soll, wo das Fahrzeug dann eben auch hier seine Runden drehen soll. Wir sehen es hier oben schon, die Verbindung da zum Schrottplatz. Wir sehen hier auf der linken Seite geht das Ganze über die Schienen drüber. Da komme ich im zweiten Teil des Videos nachher drauf. Also auch recht interessant. Und hier vorne endet das Ganze ja am Anlagenrand der Modellbahn. Geht natürlich, bleibt natürlich nicht so. Ich kann ja nicht einfach stumpf enden, sondern ich werde hier arbeiten, dass ich ein, wir sehen es hier gerade, habe ich so einen Karton vorgehalten, ein Wendemodul da vorne nach hinten bauen, was ich dann mehr oder weniger einhängen kann, wo ein bisschen gestaltet wird drauf, was vielleicht nicht ganz so nervig nachher aussieht, dass man denkt, was hat er denn da gemacht, sondern eben ein Wendemodul, was außerhalb der Modellbahn ist. Aber ich denke, das wird schon, das werde ich euch alles in den nächsten Wochen präsentieren. Die Lösungen liegen schon mittlerweile auf der Hand. Aber heute kommen wir mal zu diesem ganzen Fallagrar-System, was mich in den Wahnsinn getrieben hat. Ich sag's euch ganz, ganz ehrlich. Ich habe mich natürlich wieder hingesetzt und habe natürlich nicht meine Originalteile auf der Modellbahn verwendet, sondern ich setze mich an meinen Basteltisch, mache mir da mein Quadrat, mein Rechteck besser gesagt, fertig, was dann so als Demo dient. Das habe ich also in der gleichen Größe gemacht, wie es dann hinterm Bahnhof entstehen soll, und habe mich dann damit befasst. Wie kriegst du die Wendeschleife hin? Wie eng kann man das Ganze gestalten, damit die Fahrzeuge mit dem Fahrsystem auch tatsächlich da hinten... Ich hab diesen kleinen Wassernapf da, wo ich immer die Farbe drin auswasche, habe ich als Schablone genommen. Der innere Teil, den ich euch gezeigt habe, der hat 8 cm, der äußere, der ist so bei 9 cm. Ich habe es mit 8 cm gemacht. Und ich habe ja für das Fahrsystem, für das Faller-Fahrsystem alles schon da gehabt. Ich habe die Fahrzeuge da, ich habe den Einlegedraht da, wo die Fahrzeuge sich orientieren können, wonach die fahren können. Und bin frohen Mutes an die ganze Sache herangegangen. Hier sehen wir das kleine, ja, es ist 101 zu 160. Das Fahrzeug, den LKW, hier sehen wir, der orientiert sich ja vorne nach diesem Kupferfähnchen mit dem Magneten oben drauf. Und es ist so vorgesehen, dass man dann bei dem System den Draht einlässt in die Fahrbahn. Man macht so eine kleine Furche, das ging mit dieser Schaumpappe ja ganz gut, und spachtelt das nachher über, das Ganze dann irgendwo unsichtbar zu machen. Man will ja diesen ollen Draht da drin nicht sehen. Also habe ich mir das dann so eine Furche gezogen, das war wie gesagt Schaumpappe, das konnte ich mit dem Schraubendreher ganz gut machen, und habe das dann eingeklebt. Und ja, dann ist man der Meinung, dass das Fahrzeug, weil der Draht liegt da ganz oben drauf, überhaupt kein Problem, dachte ich mir, diesen Draht entlang fährt. Ja, das war der Grundgedanke. Jetzt habe ich übrigens einen zweiten Versuch gemacht. Der erste war nämlich Mist. Ich habe das nämlich schon probiert. Die 8 cm, das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Da geht gar nicht weit genug rum vorne. Ich muss also 9 cm als Minimum für dieses Fahrzeug finden. Wir sehen es schon, wenn ich es drauflege, wie vorne das Fähnchen jetzt schräg steht. Das heißt, das kommt hin. Damit kann ich arbeiten. Das ist wirklich der gleiche Winkel, wie das da um die Ecke rumgeht. Also das ganze Ding neu gebaut, den Draht wieder reingefummelt. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und jetzt das Fahrzeug frohen Mutes draufgesetzt. Da funktioniert es noch. Und ihr seht, das Fahrzeug verlässt ständig die Kurve. Natürlich, weil die Kurve ist eng. Die Räder vom LKW hinten, die schieben das Fahrzeug ja wie in echt natürlich geradeaus. Und dann versucht das Fahrzeug natürlich auch geradeaus zu fahren und wird lediglich von den Magneten in diese Fahrspur, in diese Richtung des Drahtes zu halten.
Das kann einen zum Wahnsinn treiben, weil du hast ja einen Plan. Du sagst, ja klar, das muss funktionieren. Der LKW kann das einschlagen. Nein, es geht nicht. Auf so engen Raum funktioniert das nicht. Er schafft diese 9 cm, ich wollte gerade sagen 8 cm, diese, ihr merkt schon, ich rede mich gerade in Rage. Ich bin genauso wie da oben der glühende Kerl da gerade gewesen. Ja, aber wer mich kennt, weiß, es muss eine Lösung her. Ich akzeptiere das einfach nicht, dass es nicht funktioniert. Das macht mich wahnsinnig. Also, ich habe hier kleine Magnete da, Neodym-Magnete. Das sind die Magnete, die im Grunde genommen unter meine Waggons drunter sollen, unter meine Wagen drunter sollen, unter meine Loks drunter sollen, um die Riedkontakte zu schalten. Habe ich ja fast noch gar nicht gemacht, weil ich bin ja immer noch mit Basteln beschäftigt. Ja, aber ich habe das Zeug alles hier liegen. Ich habe davon einen ganzen Sack voll von diesen Magneten in verschiedenen Größen. Der war eigentlich, wo ich sage, das passt irgendwo. Habe den dann vorne auf den bestehenden so einfach so lieblos draufgepatscht und war der Meinung, jetzt hat er ein bisschen mehr Kraft. Muss doch funktionieren. Er muss doch sich jetzt an diesem Draht orientieren. Und wir sehen es, ein kleines bisschen besser geht's. Er fährt ja drei Viertel rum. Reicht aber unterm Strich nicht. Er schafft die Kurve nicht komplett zu drehen. Er schafft das Ganze nicht da irgendwo zu machen. Also muss ein neuer Ideenansatz her. Weil mein Ziel ist es ja, mit den 9 cm zu arbeiten. Ja? Also setzt sich Uli an sein Lasercut-Programm und baut sich das Ganze erstmal vernünftig nach. Weil das einfach von Hand gezogen, die Linie, das ist alles Mist. Dann denkst du dir, ja, wenn er irgendwo ausbricht, weil er irgendwo der Draht hat, der Draht ist wie so eine Art Federdraht, der liegt da ganz sauber in der Kurve. Und deswegen habe ich mir jetzt hier was ausgedacht. Und zwar habe ich, wie gesagt, das Ganze im Lasercut-Programm erstmal entworfen. Eine etwas breitere Rille. Ja, hier habe ich ein paar Tests gemacht, wie er am besten das schneiden kann, weil der schneidet ja ins Plastik rein, in diese Schaumpappe. Also habe ich auch erstmal einen Test Cut gemacht, ein Testgravur kann man das schon fast nennen, um rauszufinden, mit welcher Geschwindigkeit und mit welcher Laserstärke er jetzt mir die besten Ergebnisse bringt. Denn ich muss circa 1,6 mm in die Laserpappe reinschneiden und brauche mindestens 3 mm Breite. Das ist eine Herausforderung. Wir sehen es jetzt hier. Meine Bude, die hat gestunken hier drinnen, wo ich das geschnitten habe. Ich habe hier eine Abluft zum Glück drin, aber das hat trotzdem gestunken, gestunken halt. Ne? Und habe mich jetzt damit beschäftigt, okay, wo erreiche ich jetzt die optimale Tiefe? Wie kann ich da entsprechend reingravieren? Und wir sehen es, ich habe 4 Teile gefunden, die tief genug sind. Dann markiere ich mir das immer. Man sieht es da unten, 2500 mm Schnitt in Geschwindigkeit. Und dann bei 90% hätte ich sozusagen das Ganze schon hinbekommen. Ich habe das nachher noch ein bisschen anpassen müssen. Die Praxistests haben immer ein bisschen was anderes gezeigt. Und auf dieser Basis habe ich mir gedacht, kann ich erstmal arbeiten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist das nicht traurig, dass man wirklich so arbeiten muss, dass wenn man im Original so einen Draht kauft, der liegt oben drauf. Und es wird ja gesagt, also gut, man sagt 20 cm Radius. Aber ich bin ehrlich, wenn ich eine Modellbahn habe in Spur N, wo habe ich da 20 cm Radius von der Kurve, wenn ich auch mal im Stadtverkehr mit dem Fahrzeug mal im rechten Winkel abbiegen will? Das fliegt immer raus und das ist Mist. Und deswegen setzt sich das Car-System auch nicht wirklich durch. Deswegen in H0 super. Ja, habe ich alles schon erlebt, funktioniert prächtig. Ist klar, da ist alles größer, da ist alles schwerer. Da ist der Magnet stärker und, und. Und hier sehen wir jetzt schon das Testergebnis, beziehungsweise das Druckergebnis. Mein erster Versuch war das, hier habe ich mir eine Linie reingraviert. Und was ich mit der Linie vorhabe, das hätte ich jetzt den Rahmen heute gesprengt. Das kommt in der nächsten Woche. Ich habe nämlich die Lösung gefunden. Ich kann euch jetzt schon spoilern. Ich habe es geschafft. Er schafft tatsächlich die 9 cm im Radius zu fahren. Aber da kommen wir in der nächsten Woche drauf. Da habe ich so viel Tests gemacht. Da musste ich ein bisschen was bestellen. Da muss ich meinen gesamten Plan umstellen, wie ich das Straßensystem ändern werde. Da könnt ihr euch drauf freuen. Da habe ich also, wie gesagt, ein paar Bestellungen machen müssen. Das dauert. Es wird wohl bis nächste Woche alles da sein, dass ich euch das zeigen kann. Und deswegen zeige ich euch jetzt den linken Teil von der Straße, wo praktisch nach vorne die Wendeschleife außerhalb der Modellbahn kommt. Auch da muss ich ein bisschen modifizieren, denn die Fahrzeuge kommen sonst nicht unter diese Brücke hier, wo die Brücke entstehen soll, hier unter der Schiene unten durch. Also habe ich da ein bisschen den Korkbelag abmachen müssen. Das hatte ja funktioniert von der Korkhöhe bis nach oben. Da habe ich ja die LKWs durchbekommen. Aber wenn ich jetzt eine Straße reinbaue, eben aus der Schaumpappe, dann geht das nicht. Dann ist es zu hoch. Dann kratzen die LKWs oben unter der Brücke. Das geht ja nicht. Ne? Also habe ich mir das Ganze hier so ausgeschnitten.
habe mir auch wieder aus ganz aus Schaumpappe, das habe ich ja im letzten Video schon gezeigt, die Schaumpappe, wie ich die da sage, ich weiß gar nicht, hat das Zeug einen richtigen Namen? Ich kenne das nur unter Schaumpappe, ist ja auch völlig egal. Ich habe jedenfalls einen ganzen Sack von dem Zeug da. Und ihr seht schon, jetzt passt das. Und jetzt kann ich das, wenn ich muss es ein bisschen runterdrücken, aber ihr seht, die LKWs passen jetzt durch. Da ist oben noch ein halber Zentimeter Platz, den werde ich auch brauchen, denn hier wird ja die Brücke gebaut. Da muss ich ja mit dem 3D-Drucker oder mit dem Resin-Drucker, muss ich mal gucken, die Geländerchen dann oben drücken. Und das soll ja ein bisschen mit wie eine Metallbrücke wirken irgendwo. Da habe ich noch ein bisschen gut zu tun. Aber das wollen wir ja, das will ich ja, das macht ja Spaß. Der Bus passt durch, das ist prima. Und die LKWs passen durch, das ist prima. Und ja, den werde ich wahrscheinlich hier nicht einsetzen. Der ist mir, wenn ich den natürlich in der Wendeschleife reinbringe, das geht nicht, das funktioniert nicht. Aber die ganzen Sachen passen soweit durch, das macht Spaß. Und dann muss ich das vorne aussägen und dann kriege ich das hin. Was jetzt noch wichtig war, der Bahnübergang. Es sollen ja zwei verschiedene Strecken auf diesen, oder zwei verschiedene Führungen für diese ganzen LKWs kommen. Einmal oben, praktisch vor dem, wo das weiße Auto steht, da soll eine Strecke lang und eine Wendeschleife vorne so bei der blauen Pinnnadel da oben zurück. Das werde ich euch alles noch zeigen. Das ist ein bisschen graue Theorie jetzt. Und der Bahnübergang hier vorne soll natürlich auch funktionieren. Da muss ich natürlich wirklich stark überlegen, wie ich das Ganze realisiere. Denn sobald die LKWs ihre Spur verlieren, kann passieren, dass die ausbrechen. Dass man die halten lassen kann an der Schranke, das ist alles kein Thema. Kann man alles machen, denn die Fahrsystem-LKWs hier, die haben ja einen Riedkontakt drunter, da kann man mit Magneten das Ganze ein bisschen stoppen und steuern. Ich nuschel gerade ein bisschen, aber ich kann es auch nicht ändern. Vielleicht so ein Altersding, keine Ahnung. Ja, und hier sehen wir schon, so kommt der Bahnübergang hin. Das ist die Lösung zu dem Zeitpunkt. Ich kann euch jetzt schon verraten, die bleibt nicht ganz so. Das heißt, der Bahnübergang wird außerhalb dieser Weiche noch gelegt. Ich habe das zwar so hinbekommen, dass das mit dem Antrieb hier vorne funktioniert, dass das da unten drunter ist, aber dann habe ich mir gedacht, Mensch Uli, was machst du, wenn irgendwas ist, wenn doch mal was repariert werden muss, du kommst nicht mehr ran. Ich habe es hinbekommen, ich habe das unten nachher ausgeschnitten, das werden wir gleich sehen, habe was untergebaut, ging prächtig, hat gut funktioniert. Aber wie gesagt, ich habe es nachher nochmal geändert, das habe ich euch jetzt hier nicht gezeigt, das ist im Grunde genommen genau das Gleiche, nur dass alles einen Zentimeter oder anderthalb Zentimeter weiter nach links gerutscht ist, so dass ich eben nicht mehr innerhalb der Weiche bin. Manch einer mag sagen, ja, Bahnübergang. Ja, Bahnübergang habe ich tatsächlich schon gesehen mit einem Stückchen Weiche drin. Das geht, das ist alles machbar. So wie ich auch mit jemandem mal diskutiert habe, nicht diskutiert, nicht im negativen Sinne, dass es keine Metallschwellen gibt bei Schienen, weil meine so einen Metalleffekt haben. Doch, die gibt es, wo ich jetzt im Urlaub war, deswegen hatte ich ja 14 Tage nichts gebracht. Das war einfach nur mal im Harz. Und da ist die Schmalspurbahn und die fährt zum großen Teil auf Metallschwellen. Ja, ich wollte erst ein Foto machen, dachte ich mir, ach, was soll's, die meisten kennen das sowieso. Und da braucht man gar nicht drüber zu reden, auch bei Normalspurgröße gibt es das auch, also Metallschwellen durchaus machbar. Ich hatte ja auch schon mal Bilder gepostet hier und sowas alles. Ja, der Bahnübergang natürlich auch mit diesem Schaumpappenmaterial hier, das ist natürlich ein bisschen abgeschnitten, dass auf die Schwellen alles schön drauf passt. Und dann müssen natürlich die Fahrzeuge sauber laufen, es wird natürlich verklebt und so weiter und so fort. Das kommt noch. Aber hier ist das, was ich untergebaut habe, damit man eben nicht an diesen Antrieb kommt. Das habe ich zu dem Zeitpunkt noch festgeklebt. Wie gesagt, das existiert so nicht mehr. Es ist alles anderthalb Zentimeter nach dort gerutscht und ist noch sauberer vom Ganzen her. Ist natürlich ein schräg führender Bahnübergang, was aber auch nicht ungewöhnlich ist. Das passt schon. Mit diesen Bildern wollte ich sagen, verlasse ich euch für diese Woche. Nächste Woche wird es hochinteressant, das kann ich euch versprechen. Da kommt nämlich die Lösung für mein Fahrsystem, was ich gemacht habe, dass wirklich in diesen 9 cm, 8 habe ich nicht ganz hinbekommen, 9 cm sauber durchfährt, sauber funktioniert. Und da würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Schaut euch doch bitte eins von diesen beiden Videos hier an, das passt wie immer zum Thema. Ich habe auch eine Playlist erstellt jetzt zu diesen ganzen Fahrsystemen, das könnt ihr euch dann auch angucken. Und da würde ich sagen, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss, euer Uli.